Ja, und hallo, da bin ich wieder mit einem neuen Let's Play. Und ich habe gerade noch schnell nachschauen müssen, wie spät es ist, damit ich nicht zu lange aufnehme. Ich habe hier gerade eben gesehen, dass ich eine neue Stufe habe. Würde sagen, ich gebe meine Punkte wieder auf magischer, ich gebe sie auf Gesundheit mal. Okay. Und dann, was würde ich denn verbessern? Redekunst wäre vielleicht mal geil, dass ich da bessere Preise bei Helden dann kriege oder vielleicht auch was bei Einhändig wiederum verbessern. Weniger Ausdauer. Hört sich eigentlich auch echt geil an. Ich glaube, das lerne ich gleich mal. Was macht das da drüben? 20% schneller ist auch noch gut. Und das natürlich. Also ich werde dann auf Äxte gehen höchstwahrscheinlich, weil ich Äxte einfach verdammt geil finde. Und die gehen da anscheinend alle gerade pilgern. Aber ich habe jetzt auch den Entschluss getroffen, mal zur Karte zu wechseln. Ja, das ist wirklich wahr. Und alles nochmal ganz genau, eben wie man das eben beim Rollenspiel eigentlich machen sollte, wie das selbstverständlich sein sollte auch von mir, dass ich alles ganz genau anschaue, begutachte, beobachte, Werwölfe und so weiter, ja. Und deswegen werde ich jetzt auch nach Flusswald reisen, erstmal diese Quest abschließen mit der goldenen Klaue, weil die ja den Leuten aus Flusswald gehört. Und dann einfach mal mit jedem Typen reden. Und schauen, was er zu sagen hat. Und ja. Ja. Ja, jetzt fällt mir irgendwie gerade nicht ein, was ich sagen soll. Und wenn man das gerade eben hört, weil ich immer noch nicht mit meinem tollen Mikrofon aufnehme, was ich aber schon habe, das ist das Handy meines Bruders. Das läutet gerade, weil mein Vater uns versucht anzurufen. So, also, wo fange ich am besten an? Am besten, ich fange an beim Anfang mit dir. Ich stecke mal schnell die Waffen weg, dass du nichts Falsches von mir denkst. Reden. Okay, der sinkt. Also gut. Da komme ich nicht rein, ohne einzubrechen und... Naja, auf Einbrechen habe ich jetzt auch keine Lust. Ja genau, und ich werde auch etwas mehr in die Richtung gehen. Das leckt ja hier gerade ordentlich rum. Dass ich, jetzt fehlt mir gerade die Sprache. Jetzt fällt mir gerade nicht ein, was ich sagen soll. In den Handelskonto gehen, nein. Dass ich Alchemie betreibe, weil es doch einfach sauteuer ist, immer solche Heiltränke zu kaufen. Und... Oh, okay, da habe ich gerade einen Fehler gemacht, aber da, hier, damit ihr es auch wisst, die goldene Klaue, da, Moment, finde den ursprünglichen Besitzer der goldenen Klaue, habe ich gerade geschafft, ein bisschen kenne ich den Anfang von Skyrim einfach, ja genau, sag doch mal. Ja, ja, das war schon echt scheiße, gell? So. Ich rede mal mit ihm. Ja, ja, ich würde mal sagen, was gibt's denn so? Ich glaube, ich habe da ein bisschen was zu verkaufen. Also, den Amethysten. Das ist verdammt geil. Ich glaube, das verkaufe ich erst später, weil ich glaube, das ist mehr wert. Das kann ich eigentlich hergeben. Da nimm's. Ein beschädigtes Buch brauche ich auch nicht wirklich. Bärenklauen. Bärenpelz brauche ich zum Dingern, genau. Das Diebbuch will ich irgendwann mal lesen. Dietriche brauche ich nicht. Drachenknochen will ich gerne verkaufen. Redekunst verbessert. Und natürlich auch Drachenschuppen, weil ich sowieso keine Ahnung habe. Ja,
Verkäufer hat zu wenig Geld. Ich fühle mich gerade ein bisschen beleidigt. Der kauft mir den immer ab. So, was kann ich denn noch? Oh, ein fettes Gift. Ja, das brauche ich eigentlich auch nicht. Kann ich gleich auch mal loswerden. Faltenfedern brauche ich schon. Gift, das ist mit Rindfleisch. Behalte ich auch. Gewöhnlicher Seelenstein. Ja, das ist alles so mühsam, irgendwie so aufwendig. Ein goldener Ring ist nur 24 wert, das ist ja echt voll arg. Hundefleisch. Wo habe ich alles Fleisch her? Kopfgeld. Nein, das werde ich herausfinden, irgendwann mal. Also gut, wie dem auch sei, ich werde jetzt wirklich gezielt Sachen verkaufen. Meinen orkischen Dolch werde ich verkaufen. Meinen orkischen Streitkolben werde ich verkaufen. Den werde ich verkaufen. Ich kann nicht verkaufen. Ich glaube, ich brauche definitiv einen neuen Händler meines Vertrauens. Gut, ist was passiert. Verdammt. Aber kaum noch Geld. Kaum noch Geld. Ja. Diese goldene Klaue. Yay! Ja. Ja, das ist sehr toll. Kriege ich ein bisschen Bar, was? Nein, nein. 600 Gold, ja, das ist überhaupt geil. 600 Gold, das nenne ich mal eine Belohnung. Und hier ist noch mehr Gold. Das Eisenschwert kann ich nehmen, den Eisenhelm nicht. Mal sehen, gibt es da Gold drin? Nein, natürlich nicht. Kein Gold für Unbefugte. So, da sind Zaubertränke, die kann ich mir gleich mal mitnehmen. Das finde ich aber echt verdammt cool. Den kann ich nicht mitnehmen und den auch nicht. Aber das brauche ich eigentlich eh alles nicht. Stehlen von Truhe. Na mal sehen. Gold gibt's da. Ja, wirft er mir das eigentlich vor, wenn er mich sieht? Oh, er sieht mich gar nicht. Ich bin ja der Profi-Dieb hier. Ich blau mir einfach mal so ein bisschen Gold und ein Säbelzahntiger-Pelz. Geil. Ich glaube, ich komme nochmal in der Nacht her. Okay, das alles nicht. Aber die Eisenpfeile kann ich mal mitnehmen. Schuhe und Stiefel brauche ich eigentlich alles nicht. Ja, gibt's hier noch was? Ich räume den jetzt systematisch aus. Ja, da ist die goldene Klaue. Soll ich sie dir klauen? Gold. Ja, das ist wohl wahr. Ich gehe da mal einfach rauf. Was ist da? Ein Bärenfell an der Wand. Und hier haben wir eine Truhe, die es gilt aufzuschließen, falls uns der Mann nicht verfolgt. Natürlich tut er das nicht, denn wir sind ja sein Freund. Oh, da fällt mir ein, ich könnte einen Dietriche kaufen. Perfekt, wofür braucht man schon Dietriche, wenn man ein Schloss knacken kann? So, dann wäre das auch geklärt. Hier liegen ein paar Bücher rum. Da ist eine Kommode, die ich durchsuchen kann. Es gibt aber kein Gold drin und damit ist sie für mich uninteressant. Hier das Gold werde ich mir natürlich schnappen. Alles Gold muss mit. Und ich habe vor, mir dann auch ein Haus zu kaufen. So, hier auch nochmal schnell aufsperren. Gell, wir wollen hier ja keine verschlossenen Kisten irgendwie haben. Jetzt geh schon auf, du blöde Truhe. Oh, jetzt habe ich 5 Kopfgeld. Ja. Das kann ich auch nehmen. Jetzt schaue ich mal, ob sie mir was... Okay, tschüss, Mann. Habe ich halt ein bisschen Kopfgeld. Wow! Hi, Wache. Ist gut. Chill ein bisschen. Ihr habt mich gefangen. Okay, ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Ja, das ist 5 Goldstücke nicht wert, mich vorzustellen praktisch. Ich bleib besser unerkannt.
Ich weiß. Was? Wohin muss ich? Ja, nimm einfach mein... Mann, wo bin ich jetzt? Ich will doch nur den Händler ein bisschen, um seine Sachen erleichtern. Ich habe ihm nicht einmal was geklaut, das war alles weißes Zeug. Das war alles zum Nehmen, nicht zum Stehlen. Hat der doch glatt die Wache gerufen, so ein Mist. Naja, man kann nichts machen. Ich hab vor, mich irgendwann mit der Wache anzulegen, aber noch nicht jetzt. Nein! Was ist jetzt los? Was habe ich jetzt alles verloren? Also, wenn ich mich recht erinnere, weiß ich nicht mehr, was ich genau habe. Ich glaube, bei Sonstiges war mal ein Bärenpelz. Den habe ich noch. Dann habe ich all die Sachen noch. So ein Scheiß. Wirklich, jetzt bin ich einfach hier. Bin, wenn mich nicht alles täuscht, 5 Goldstücke los. Hab meinen Ruf wiederum gewahrt und kann jetzt zurück nach Flusswald reisen. Und bin gleich mal mit dem Handelskontor fertig. Naja, das ist ja auch was. Also abgesehen davon, dass irgendwie der Typ kein Geld mehr hat. Logisch, weil ich ihn ausgeraubt habe. Nein, er hat wirklich kein Geld mehr, weil er ja eben kein Geld mehr hat. Ja, dieses... Jetzt ist es natürlich Nacht. So. Ich wollte aber trotzdem noch... Ich wollte jetzt nochmal mich vergewissern, ob der Typ nicht vielleicht... Ah ja, auch noch verschlossen, gell? Danke, du vollidiotische Wache. Dass ich jetzt auch noch da... Aber ich habe ja... Gerdurs Wohnung. Da kann ich mich immer ausruhen. In Flusswald. Soweit ich weiß. Juhu, ich habe den Schlüssel. Hoffentlich zählt das jetzt nicht als Einbruch. Leute, ist jetzt cool, oder? Hi, Ralof. Ich werde jetzt auch die Namen richtig aussprechen. Und Hot ist auch da, mein guter alter Freund. Gehen wir ein bisschen Bier trinken. Auf ins Bett. Naja, wie gesagt, ich will 12 Stunden schlafen und werde euch dabei mit meinem lästigen Gerede unterhalten. Und ja. Und weniger uns sagen. Weniger uns sagen. Nicht. Ja. Schon klar. Und es sind auch nur noch 3 Stunden. So ein verdammter Mist. Nein, mein Bestienblut. Mein Bestienblut hat den Schlaf verhindert, den erholsamen. Aber da liegt Gold. Und ich habe mein Kopfgeld schon wieder zurückgeklaut. Aber eigentlich will ich hier nicht noch mehr stehlen. Ich rede einfach mal mit dir. Gute Einstellung, Mann. Sehr gute Einstellung. Schau ich nur noch. Oh, den habe ich wohl schon ausgeräumt. Oh, das war wer anderer. Hier, gibt's hier noch was? Ja, es gibt noch 9 Goldstücke. Ich muss das einfach tun. Es tut mir sehr leid, aber... Was liegt da? Olaf und der Drache. Ja, nehme ich jetzt einfach schnell mit. Ich will ein paar solche Bücher haben, damit ich immer was zu lesen habe. Dietrich ist auch gut. Und den will ich eh nicht klauen. Ach ja, ich wollte Dietrich kaufen. Genau das war's. Das war's. Allerdings hätte es dazu Tag sein müssen. Jetzt ist es Tag, also gehen wir nach Skyrim. Und ich glaube, dass jetzt dann 15 Minuten vorbei sind. Das heißt, ich sag für jetzt oder heute oder wer weiß, ob noch ein Part kommt, mal tschüss und zack, zack, zack und zack.